Danke für diese wunderbare Einleitung. Das Wort Verbitterung ist mir jetzt noch im Gedächtnis geblieben. Das ist auch eine ganz schöne Beschreibung für das Opferdasein. Darüber spreche ich. Ich spreche aber über die Lösung vom Opferdasein, das ist die Vergebung. Und Vergebung ist ein ganz, ganz weiter, vieldimensionaler Vorgang. Und vielleicht können wir heute Abend ein bisschen diesen Vorgang entfalten, die Ränder aufreißen. Vergebung, ein umfassendes Geschenk, eine Gnade. Also weniger ein Tun als ein Lassen. Das, wovon wir loslassen können, wenn wir uns der Wirklichkeit der Vergebung hingeben, nenne ich halt Opfertum, Opferdasein. Ein Verhalten, das vor allen Dingen den Zweck hat, sich als Opfer, als unschuldig hinzustellen und andere als Täter, als Übeltäter. Also sich zu entschuldigen. Den Partner als Täter hinzustellen oder die Kinder oder die Jugend überhaupt oder die Ausländer oder die Gesellschaft oder das Schicksal. Hauptsache, ich bin unschuldig. Ein weit verbreitetes Denk- und Redemuster, das man fast eine Sucht nennen könnte. Denn sich als Opfer zu fühlen, dazu braucht es viel Gedankenarbeit. Jede Abhängigkeit entsteht im Kopf und muss ständig wieder neu aktualisiert werden. Das Suchtmittel, das ist hier das Jammern, das Klagen, das Abwerten, das Schuldverteilen. Jedes Suchtmittel muss immer wieder nachgeworfen werden. Nicht die Wirklichkeit der Vergebung, sondern die Konstruktion der Schuld verbraucht Energie. Vergebung ist eine universell wirkende Kraft. Und Opfertum ist der Versuch, sich dagegen zu stellen. Unschätzbar viel Energie wird dabei verbraucht, das Opfertum aufrechtzuerhalten. Sich innerlich einzureden, ich habe damit nichts zu tun, ich bin nur Opfer. Und ich begehre nicht Schuld daran zu sein. Wie viele Gelegenheiten gibt es täglich, jede Beteiligung abzuwehren? Tausende. Bei jeder Nachrichtensendung können wir unsere Unschuld verteidigen, müssen wir unser Gewissen, unser Wissen über unsere Beteiligung beruhigen. Vereine, Parteien und Institutionen werden extra dafür geschaffen, uns zu beruhigen, Schuldgefühle besänftigen oder abzulenken oder nach außen zu projizieren. Die Abwehr unserer Beteiligung läuft sowohl innerlich ab, durch gedankliche Konstruktionen, als auch äußerlich durch Kommunikation. Hören Sie mal den Leuten in der Straßenbahn zu, wie viel Prozent der Gespräche dienen erstens der Klage über irgendeinen Mangel, zweitens der Suche nach Schuldigen und drittens der allgemeinen Ressentimentpflege. Ich habe das Sucht genannt, weil es wie jede Sucht niemals zum Frieden führt, niemals zur Ruhe kommt. Eine Sisyphusarbeit mit der Garantie für noch mehr unglücklich sein. Dabei gibt es eine Alternative und die heißt Vergebung. In moderner Sprache Musterunterbrechung, loslassen. Im Neuen Testament wird dieser Vorgang Umkehr, Metanoia genannt. Das heißt, ein radikales Umdenken und Umwahrnehmen, wörtliche Übersetzung von Umdenken, Umwahrnehmen. Vergebung in diesem urchristlichen Sinn heißt, dass es Gott gegenüber, das heißt ganz universell, keine Schuld mehr gibt. Es gibt also nichts mehr zu verteidigen, abzuwehren oder abzulenken.
einer freiwilligen und liebevollen Beteiligung an allem steht nichts mehr im Wege. Das Opfertum ist ein für alle Mal aufgehoben. Reine Energieverschwendung und eigentlich psychischer Selbstmord. Vergebung ist überall und kostenlos. Das ist der Sinn des freiwilligen Nicht-Opfertodes Jesu Christi. Jedenfalls im Verständnis von Johannes und Paulus. Später ist die Kreuzigung theologisch zum Opfertod geworden, also zum Anlass von Klagen, Schuldverteilen, Büßen und Bestrafen. Da bietet uns jemand einen neuen Umgang mit Schuld und Tod an. Das kann doch nicht wahr sein. Da spricht doch alles Augenscheinliche dagegen. Der ganze Energieaufwand der Abwehrmechanismen, auch der, wirklich der freudschen Abwehrmechanismen, setzt natürlich ein Über-Ich voraus, eine internalisierte Vorstellung und von einer Instanz, die das Gute belohnt und das Böse bestraft, also Schuld verteilt. Sie ahnen vielleicht das ganze Ausmaß der Gegenwelt zur Welt der Vergebung. Und darin sind sich die großen Meister, Buddha, Jesus, Paulus und viele andere einig, diese Gegenwelt ist künstlich. Eine leiderzeugende Konstruktion oder eine Illusion, die Opfergeschichten. Sie entspricht nicht der eigentlichen Wirklichkeit. Deshalb der immense psychische und physische Energieaufwand der Menschheit, das Glaubenssystem von Mangel und Schuld aufrechtzuerhalten. Es erzeugt und befestigt Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse, strukturelle und manifeste Gewalt. Wem dient dieses Glaubenssystem? Wenn wir diese Frage auch nur stellen, merken wir, dass das nicht nur eine individuelle Sache ist, sondern eine allgemein politische. Ressourcenverschwendung und Fremdenhass haben hier ihren Ursprung und sind nur auf dieser Ebene nachhaltig zu lösen. Also ist Vergebung auch eine politische Notwendigkeit. Vielleicht haben Sie mal beobachtet, dass schon kleine Kinder sich für alles Mögliche schuldig fühlen. Es braucht nur etwas schief zu laufen und schon haben sie schlechtes Gewissen, auch wofür sie überhaupt nichts können. Andererseits, oder nicht andererseits, als ich 8 Jahre alt war, sind mein Bruder und ich durch eine Brombeerhecke gejagt und haben uns beide verletzt. Keine der Verletzungen war schlimmer als die andere. Mein Bruder hat sich ein Pflaster darauf geklebt, ich aber bin zu unserer Mutter gerannt, habe ihr meine blutende Wunde gezeigt und mich heulend über meinen Bruder beklagt. Ob wir uns nun schuldig fühlen oder andere für schuldig erklären oder verteidigen, indem wir andere beschuldigen, bedeutet im Grunde dasselbe. Augustinus nennt es die Ursünde des in sich selbst verkrümmt Seins. Tief sitzt die Wahrnehmung der Welt in Kategorien von Schuld und Unschuld. Mit der Neujahr oder Vergebung ist also eine Schubumkehr unseres Weltbildes. Je nach Geschmack kann man auch Paradigmenwechsel dazu sagen oder Befreiung oder Erlösung oder Erleuchtung. Das Werkzeug dazu ist Vergebung oder Aufhören zu beschuldigen. Das ist gleichzeitig Beendigung alles Leidens, wie der Buddha sagte. Oder kurz Beendigung. Wir beenden das Beschuldigen, das Nachtragen, die Rache. Wir beenden jeden Gedanken an Änderung der anderen oder an Wiedergutmachung. Nicht ist damit gemeint Vergebung von oben herab, bei der man die Reue des Täters voraussetzt oder erwartet
und ein gewisser Unterschied zwischen Täter und Opfer immer bestehen bleibt. Radikale Vergebung ist endgültig und bedingungslos. Bedingungsloses Loslassen jeder Beschuldigung. Radikale Vergebung tue ich nicht für jemanden anderen, sondern für mich. Es ist, als ob ich mich von einem Stachel oder Angelhaken befreie, den ich mir selbst ins Fleisch gedrückt habe. So einfach ist das, den sich einfach herausziehen. So einfach ist Vergebung. Wir haben für jeden zugänglich und kinderleicht. Wir brauchen nur die Faust zu öffnen, die wir gemacht haben, indem wir da die Verletzung festgehalten haben. Ja. Mit dem wir den Angelhaken festgehalten haben. Und die Heilung, damit haben wir auch die Heilung verhindert, natürlich. Aber wir haben ein Band zu dem anderen, die Beschuldigung. Ja, das ist vielleicht unsere einzige Schuld, in Anführungsstrichen, dass wir die natürliche Heilung nicht zugelassen haben und uns eine unnatürliche Form des Schutzes und der Rache verordnet haben, die Faust. Lassen wir das los und die Wunde heilt von selbst. Viele Therapeuten, Seelsorger oder andere Helfer machen aus dem Loslassen wieder eine Anstrengung. Glauben Sie ihnen nicht. Heilung geschieht von selbst. Heilung und Ganzwerden sind uns zugesagt unser Leben lang. Das ist das Leben, wie es uns von Gott gegeben ist. Reines, bedingungsloses Geschenk. Ich zeige Ihnen jetzt eine einfache Möglichkeit, aus einem Opfermuster, in dem Sie festhängen, auszusteigen, wenn Ihnen irgendeine Verletzung einfällt, die Sie jemandem nachtragen, von gestern oder von vor Jahren, dann können Sie die Vergebung jetzt gleich in Gedanken mitvollziehen. Aber es reicht auch, wenn Sie es einfach mit anhören. Es ist einfach die Struktur dieser Übung so einfach, dass Sie das auch jederzeit zu Hause für sich alleine oder mit Ihrem Klienten nachvollziehen können. Ich erkläre kurz die Struktur. Das ist überhaupt die Struktur jeder Befreiung, jeder Therapie oder so etwas. Ja, hier bin ich als die Person A. Und ich befinde mich in einer überstarken, negativen oder suchtartigen Beziehung zu B. Also suchtartig, die Buddhisten haben dafür einen guten Ausdruck, Anhaftung. Negative oder positive Anhaftung. Das ist nicht wirklich positiv, das ist beides Anhaftung, ja? Unfreiheit. Und es geht um Befreiung. Es geht um Befreiung, hier das Loslassen und dafür eine freie, bedingungslose Beziehung herstellen zu B. Also das kann jetzt Mutter-Kind sein, Vater-Kind. Das kann ein Partner sein, das kann jemand sein, der sich verletzt hat, eine Verletzungsbeziehung oder eine suchtartige Beziehung. Es geht immer auch eine symbiotische Beziehung, die zuerst mal notwendig war, wie bei Mutter und Kind. Es geht immer irgendwann einmal, wenn sie länger als 15 Jahre gedauert hat, ist es wichtig, sie loszulassen und zu einer freien partnerschaftlichen Beziehung zu werden. Auch in jeder Ehe ist es notwendig. So schön das Verliebtsein ist, diese starke Beziehung, so wunderbar. Und dann ist es aber sehr schwer, das loszulassen, wenn man sich alleine im Weltraum findet und sich angewiesen fühlt auf den anderen oder glaubt, dass der andere angewiesen ist auf sich, auf mich. So, und es ist sehr schwer loszulassen. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, ja, hier sich einer Quelle zu bedienen, die jetzt hier so als Stern, ich nenne sie meistens das Innere, das Selbst oder die innere Quelle oder das Göttliche in uns. Ja.
und hier das, was ich hier nicht mehr bekomme oder was ich hier losgelassen habe und was ich hier von ihm, demjenigen immer noch erwarte, zum Beispiel, dass er bereut oder dass er mir das gibt, was er mir nicht gegeben hat oder dass er mir das weitergibt und so, dass ich mir das hier hole, dann kann ich hier loslassen und eine andere Beziehung bekommen. Und hier bekomme ich es nämlich vollständig und bedingungslos. So. Und dann erkenne ich allmählich auch und anerkenne es, dass auch der andere oder die andere eine solche Quelle für sie hat und bereitsteht. Ja? Vielleicht muss ich erkennen, dass der andere sich dieser Quelle nicht bedient, weil er hier so lange gewöhnt ist, hier sich mit mir zu beschäftigen. Vielleicht muss ich auch erkennen, dass ich mich dessen nicht bediene und der andere. So. Aber das ist die Quelle von Loslassen oder Vergeben, ja, auch wenn das hier Verletzungen sind oder überstarke Bindungen jeder Art. Die Quelle ist, sich hier der transpersonalen Quelle zu bedienen. Und das ist eine Wirklichkeit, die uns, also das ist unsere Wirklichkeit der Verbundenheit. Und die steht uns immer zur Verfügung. Aber sie ist bedingungslos freilassend. Sie ist niemals eine solitäre Beziehung. Deswegen kann man jahrelang, jahrzehntelang daran vorbeigehen. Und sie ist nicht zu erschüttern. Das ist diese Wirklichkeit, von der ich vorhin gesprochen habe, sie ist da. Und sie ist nicht zu erschüttern. Und irgendwann, spätestens beim Sterben, werden wir uns dieser Quelle bedienen. Ja, wenn wir jetzt mal zurückkommen auf die kleine Übung des Vergebens, die ich Ihnen jetzt gleich ansagen möchte, dann besteht die darin, dass Sie an diese Verletzungssituation oder die Verletzungsbeziehung, das, was Sie zu vergeben haben, ja, oder die Beziehung, die zu stark ist, die Sie inzwischen stört oder zu sehr fesselt oder einschränkt, ja, dass sie dann nur so lange hinschauen brauchen, bis sie merken, was hätte ich damals gebraucht. Das ist schon mal ein Unterschied zu vielen Traumatherapien. Nicht hinschauen, um zu bearbeiten und zu analysieren, sondern hinschauen, bis sie merken, was hätte ich da gebraucht, was habe ich hier erwartet, was habe ich hier vielleicht viel zu lange erwartet oder so. Und dann sich das von hier holen. Dazu muss man diese Schubumkehr machen, das dorthin schauen und sich das holen. Dazu kann man oft auch einen Begleiter gebrauchen. Ja? Und dann holen sie sich das von an dieser Quelle von hier, sie holen sich von einer Quelle, von der sie das bedingungslos bekommen. Egal wie sie das nennen. Ob sie das jetzt das Leben nennen oder das innerste Selbst oder oder Gott oder das Universum. Ja, Hauptsache, sie holen sich das. Und sie werden allmählich frei davon. Genau das, was sie brauchen, holen sie sich von da, wo sie es auch bekommen. Und zwar bedingungslos und unbegrenzt. Wenn sie an eine solche Quelle nicht glauben oder an ihr Klient nicht daran glaubt, ja, an Gott oder das Leben oder so,
oder die Buddha-Natur oder das Universum oder das Selbst, wenn man nicht daran glaubt, dass es, kannst du dich vielleicht vorne hinsetzen? Kannst du mich besser verstehen? Ja. Wenn man nicht daran glaubt, ich habe jetzt geschrieben und dann rate ich Ihnen dringend, das zu ändern. Und zwar, indem Sie wenigstens so tun, als würden Sie dran glauben. Ja? Das ist übrigens ein Ratschlag, der stammt nicht von mir, sondern von Blaise Pascal, ja? einem christlichen Mystiker und Mathematiker. Tun als ob. Ne? Und zwar tun. Ne? Ja? Ja. Etwas davon wird in der Übung auch deutlich werden. Ja? Einfach sich dann, ja, und wenn ich nicht daran glaube, trotzdem weiß ich, es ist mir gut, mir das zukommen zu lassen, egal wovon und wie ich das nenne und ob ich das im Kopf glaube. Ich tue, als ob ich nehme mir das, ja, und fülle mich hier auf. Und dann werde ich hier frei. So einfach ist das. So, ich werde Ihnen diese Übung jetzt Schritt für Schritt ansagen, und zwar für die, die mitmachen wollen, in der Du-Form. Sie müssen sich dabei gar nicht ganz auf die Verletzung einlassen. Im Gegenteil, je distanzierter und beiläufiger, desto besser. Ja. 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 Wähle eine zurückliegende Verletzung, von der ein Ressentiment übrig geblieben ist. Stell dir die Szene oder Situation oder Person, von der du dich verletzt gefühlt hast, und dich selbst in dem Alter von damals in einer guten Entfernung vor. Erlaube dir etwas Distanz. Wenn es immer noch schwer ist, hinzuschauen, nimm noch mehr Abstand. Oder gib der Situation einen Rahmen, zum Beispiel einen Schwarz-Weiß-Bildschirm, sodass du aus sicherer Entfernung hinschauen kannst. Du kannst auch dein Selbst bitten, für dich statt deiner hinzuschauen. Mit Selbst meine ich die unverletzliche spirituelle Dimension deiner Existenz, so etwas wie die Seele. Schau nicht so lange hin. Du musst schlimme Erfahrungen nicht wiederholen, um heil und ganz zu werden. Schau nur so lange hin, bis dir bewusst wird, was du damals gebraucht hättest. Eine Umarmung oder Liebe, angeschaut werden, respektiert werden, was immer. Und nun kommt das Wichtigste. Lass dir das, was du gebraucht hättest, zukommen, aber nicht von der Person, von der du dich verletzt gefühlt hast. Von der hast du das lang genug erwartet und nicht bekommen. Stell dir eine Quelle vor, von der du das ohne Einschränkungen bekommen kannst, ein Wesen oder eine Kraft, von der du bedingungslos geliebt wirst. Zum Beispiel dein Selbst, Gott, ein Engelwesen, ein Ahnen, eine Instanz oder Wesenheit also, die das auch wirklich und ohne Vorbehalt oder Haken geben kann. Und nimm es. Halte dich nicht damit auf, dir das gute Wesen auszumalen. Das ist sowieso nicht festzuhalten. Wichtig ist, dass du bekommst, was du brauchst, und dass du es nimmst. Was ändert sich bei dir, wenn du bekommst, was du brauchst? Wie ändert sich dein Körper mit dieser Ressource? Wie ändern sich deine Gefühle, dein Selbstwertgefühl, wenn du von dieser Quelle trinkst? Wie ändert sich dein Verhalten und deine Beziehungen zu anderen Gleichaltrigen mit dieser Ressource? Trink von dieser Quelle so viel du willst und so lange du willst. Die Quelle versiegt nie. Im Gegenteil, je mehr du trinkst,
desto reichlicher und selbstverständlicher fließt sie. Da kommt eine Musik noch dazu, wunderbar. Das war nicht umsonst. Ich habe ganz vergessen, Musik ist oft eine solche Quelle, eine alternative Quelle. Ja. Und stell dir vor, dass du älter wirst mit dieser Quelle und du bleibst bei dieser Quelle. Sie wird zu deiner Lebensquelle. Wenn du eine Verletzung aus deiner Kindheit jetzt genommen hast, stell dir jetzt vor, wie du in die Pubertät kommst und dabei an diese Kraftquelle angeschlossen bleibst. Du wirst erwachsen, du bleibst angeschlossen. Lass nun in deiner Fantasie die andere Person, von der du dich verletzt gefühlt hast, zum Kind werden. Was hätte dieses Kind gebraucht? Lass es ihm zukommen, aber nicht von dir, sondern von irgendeinem guten Wesen, seiner eigenen Quelle. Das Kind nimmt und bekommt ohne dein Zutun. Was ändert sich, wenn es bekommt, was es braucht? Wie verändert sich dieses Kind körperlich? Wie verändern sich seine Gefühle, sein Selbstwertgefühl, sein Verhalten und seine Beziehung zu anderen Kindern? Und stell dir vor, es wird erwachsen mit dieser Ressource. Was ändert sich in seiner Beziehung zu anderen, zu einem Partner? Wie geht er oder sie mit dieser Ressource im Rücken und bei sich, mit Kindern um, zum Beispiel? Und jetzt, wo du selbst angeschlossen bist an deine ewige Quelle, kannst du ohne Angst an die ursprüngliche Verletzungsszene herangehen, wenn du es nicht schon getan hast. Die Person, von der du dich verletzt gefühlt hast, ist dir gegenüber und du machst dir aus der Vergangenheit deine Verletzungsgefühle von damals nochmal bewusst, so vollständig wie möglich. Du schaust dir die Wunde an mit offener Hand. Bringst ins Bewusstsein. Du kannst jetzt voller Mitgefühl dein Herz für dich und damals öffnen. Lass die Trauer und die Erleichterung zu. Nun kannst du dich auch besser erinnern, welche Gefühle hattest du damals als erstes. Zum Beispiel hast du dich alleingelassen gefühlt, oder im Stich gelassen, oder blamiert, betrogen, übergangen. Nicht gesehen, nicht gehört, gefühlt. Oder hattest du das Gefühl, gebraucht oder missbraucht geworden zu sein? Schäme dich nicht für dich oder die Situation. Vielleicht fallen dir bei der Aufzählung dieser Beispiele noch ganz andere Gefühlsreaktionen ein. Und vielleicht erinnerst du ähnliche Verletzungsgefühle auch aus anderen Situationen. Sei so vollständig wie möglich. Jetzt kannst du loslassen und hinschauen. Du bist geschützt. Bewusst werden ist Heilung. Mehr braucht es nicht. Vielleicht kannst du jetzt schon erkennen, welche tiefe Erfahrung, Herausforderung oder Stärkung deiner Seele in dieser Situation für dich bereit liegt. Welcher Schatz, den du jetzt entdecken und zutage fördern kannst, wenn du losgelassen hast.
was du daraus lernen kannst. Vielleicht kommt es auch später. Und nun frage dich, was die sekundäre Reaktionen oder Beschlüsse sind, mit denen du dich damals notdürftig zu schützen versucht hast. Ich habe von der Faust gesprochen, das Zumachen. Ich zähle wieder ein paar typische auf, ein paar typische Schutz und Rache, also sekundäre Zumachsituationen. Ich lasse das nie wieder zu. Ich zeige mich dir nie wieder. Ich zeige meine Gefühle nicht mehr. Ich zahle es dir heim. Ich mache mich kalt. Und so weiter. Das geht hin bis hin zu Depressionen, dauernder Wut oder umfassender Selbstbetäubung. Sekundäre Reaktionen. Jetzt fällt dir vielleicht auch ein, was oder wie du diese sekundären Schutzbeschlüsse verallgemeinert und auf andere Personen, auf andere Zeiten, Situationen übertragen hast. Oder wie du dich dadurch gedanklich oder sogar in deinem Verhalten mit diesen Personen über die Maßen beschäftigt hast. Entscheide, ob du die Wünsche und Erwartungen an diese Person loslassen willst und, oder kannst, weil du sie nicht mehr brauchst, und ob du die zwanghafte Beschäftigung mit der Wiedergutmachung deiner Verletzungen aufgeben willst. Das heißt, ob du bereit bist, auf diese Schutz- und Rachebeschlüsse zu verzichten. Du verzichtest damit nicht auf die Möglichkeit, dich zu schützen, wütend zu sein oder dich zurückzuziehen, wenn es für eine Situation angebracht erscheint, sondern du verzichtest auf den Zwang, den Automatismus, in allen Situationen, die dich nur irgendwie an jene Verletzung erinnern, immer gleich zu reagieren. Wenn du bereit bist, überprüfe die Entscheidung loszulassen, indem du die Hände öffnest, wie wenn man loslässt. Die Faust öffnest, damit die Wunde ans Licht des Bewusstseins kommen kann und heilen kann. Du lässt die Erwartung los, dass du das, was du damals gebraucht hättest, jemals von dieser Person bekommen willst, indem du innerlich sagst, ich verzeih dir das alles, ich lasse dich los. Wenn du das nicht sagen kannst oder deine Hände nicht wirklich loslassen wollen, dann kann es sein, dass du dir noch nicht alle Aspekte deiner Verletzung bewusst gemacht hast, dass du den Schmerz noch nicht vollständig wahrgenommen hast. Wende dich deiner Quelle noch einmal zu und vergewissere dich, dass du von dort alles bekommst, was du brauchst. Geschützt bist du für jeden Schmerz, wie groß er auch sei. Dann spüre noch einmal jener Verletzung nach. Wahrscheinlich fällt dir dann ein Aspekt deines Schmerzes ein, den du noch nicht genannt hast. Oder eine noch tiefere Verletzung oder ein Schmerz aus einer ganz anderen Zeit oder Zusammenhang. Und kaum hast du es dir bewusst gemacht, schon reagiert dein Körper. Und du kannst deine Hände öffnen und loslassen. Ich habe am Anfang gesagt, Vergebung ist loslassen. Lassen. Ende dieser Übung. Wie gesagt, ihr könnt diese Übung in der einfachsten Struktur ist, sich das holen von woanders, was ich dort nicht bekommen habe, dann kann es mir wieder gut gehen. Das ist Vergebung. Die könnt ihr immer zu Hause weitermachen. Ich komme noch auf etwas anderes zurück. Ja, es ist möglich, dass für die Vergebung noch etwas anderes notwendig ist. Bei lebenden Personen
ist oft zumindest ein symbolischer Ausgleich zu geben oder zu fordern. Weil es nur allzu bequem ist, über Selbstachtung und unserer Selbstachtung abträglich, nur gedanklich zu vergeben, ohne sich auszusprechen oder auseinanderzusetzen. Ich habe einmal mit einem Ehepaar gearbeitet, wo die Frau 20 Jahre lang eine Verletzung mit sich herumgetragen hat. Es war ihr gar nicht bewusst. Aber als ich sie im Laufe der Therapie fragte, wann sie sich zum ersten Mal von ihrem Mann verletzt gefühlt hat, sagte sie, das war damals, als wir noch während unserer Verlobungszeit bei deiner Mutter waren und du nicht mit mir geschlafen hast. Ich habe sie dann gefragt, was sie zum Ausgleich dafür haben wollte. Sie sagte, dass du die Fahrradtour von Passau nach Wien endlich mal mit mir machst. Der Mann war sehr erleichtert, wie ihr euch denken könnt. Ja? Dass er diese Sache so konkret aus der Welt schaffen konnte und stimmte sofort zu. Die Täter-Opfer-Beziehung ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Wir können das hier so sehen, also eine überstarke Bindung, ein Abhängigkeitsverhältnis. Es ist gegenseitig, so wie du es ja auch vorhin schon angedeutet hast. Beide Seiten sind unfrei. Sie definieren sich in Bezug auf ein Verletzungsgeschehen als Täter und schuldig oder als Opfer und unschuldig und nähren diese Definition in Gedanken, Gefühlen und ihrem Verhalten. Das ist ihre einvernehmliche Konstruktion. Immer wenn und nur dann, wenn sie sich dieser Definition gemäß verhalten, sind sie unfrei und abhängig. Das gilt gleichermaßen für Täter und Opfer. Dabei ist nichts gesagt über die Ursache dieser Selbstdefinition, wo das herkommt. Schon einem Kind kann eingeredet werden, du bist schuld oder du bist unschuldig. Das kann auch opportun und sozial nützlich erscheinen, je nach Umfeld, in dem man sich bewegt. In manchen Gruppen begründet Täterschaft die Zugehörigkeit, in anderen wiederum Unschuld und Opfertum oder gemeinsames Leid. Man kann sich auch unter Zwang dem sozialen Urteil schuldig beugen müssen und so weiter. Vergebung als Ausgleich und Befreiung geschieht nur, wenn es gelingt, die jeweilige Selbstdefinition für ungültig zu erklären und sich nicht mehr danach zu richten. Sich der Definition unschuldig zu entledigen, scheint schwierig, weil sie gewöhnlich eine ganze Reihe von sekundären Gewinnen mit sich bringt, von Mitleid und Aufmerksamkeit bis zu Macht und Erpressung. Auch die Definition schuldig zu stornieren erscheint schwierig, nicht nur deshalb, weil man dann leicht als zynisch und verantwortungslos abgestempelt wird, sondern auch deshalb, weil Selbstvergebung schwer ist. Die Verantwortung zu übernehmen, ohne sich moralisch fertig zu machen. Wenn wir Schuld weniger moralisch und mehr ökonomisch verstehen, so sagen wir nicht mehr zerknirscht und wie in uns selbst verkrümmt, ich bin schuld, sondern aufrecht, ich stehe in deiner Schuld. Wir können die jeweilige Situation in ihrem Kontext klar und ohne Beschönigung anschauen und unseren Teil der Verantwortung übernehmen. Das ist Metanoia. Hier geht es nicht um einen dick aufgetragenen Gefühlssturz des Bereuens, sondern um eine Änderung der Sichtweise. Schuld wird nicht mehr als schmutzige oder beschämende Eigenschaft, sondern als konkretes Beziehungsgeschehen gesehen. Sie betrifft entweder bei leichten Vergehen die Beziehung von zwei Personen
oder bei schweren die Beziehung einer Person oder mehrerer gegenüber der Gemeinschaft oder dem größeren Ganzen. Für den Beginn und auch für die Aufrechterhaltung einer solchen Täter-Opfer-Beziehung tragen beiden Seiten die Verantwortung. Und wir können von beiden Seiten aus etwas tun, um in Frieden zu kommen, sowohl als Täter als auch als Opfer. Darüber möchte ich jetzt sprechen. Also das über den Sinn dessen oder über diese Formulierung dessen, dass, was Bert Hellinger und Matthias Wager von Kibet Ökonomisierung der Schuld nennen. Aus Schuld werden Schulden. Und mit denen kann man viel klarer umgehen. Wie das? Von der Täterseite hat man die Schulden anzuerkennen. Und soweit es geht, wenigstens symbolisch, aber nicht nur symbolisch zurückzuzahlen. Aber auch für die Opfer ist es wichtig, nicht passiv im Opfertum zu verharren und abzuwarten, sondern einen Ausgleich zu fordern oder eine Ausgleichsmöglichkeit anzubieten. Wie diese Frau, von der ich erzählt habe, und zu verhandeln. Bert Hellinger nennt das einen Ausgleich im Guten. Die Rückzahlung ist geringer als die Schuld oder die Rückforderung. Bei einem Ausgleich im Bösen ist die Ausgleichsforderung gleich groß oder größer als die Schuld. Sie wird als Bezahlung definiert und so unklar formuliert, dass sie nicht wirklich erfüllt werden kann. Ausgleich im Bösen bringt eine Eskalation und keinen Frieden. Der Anlass dieser Veranstaltung heute ist ja das Gedenken an die Opfer des Holocaust. Über dem Eingang der Gedenkstätte des Holocaust in Jerusalem steht der Spruch: Erinnern ist das Geheimnis der Erlösung, vergessen verlängert das Exil. Auf der Täterseite bedeutet Erinnern Anerkennung der Schuld oder wir anerkennen das Unrecht, das unser Volk ihnen getan hat. Die Verantwortung der Opfer besteht im Anbieten von Ausgleichsmöglichkeiten. Ohne die Anerkennung der Schuld wird jeder Ausgleichsversuch entweder zu einer Farce oder zu einer Bezahlung, einem Geschäft. Beides ist entwürdigend. Eine schwere Schuld, wie etwa die massenhafte Ermordung von Menschen im Konzentrationslager, kann auch nicht durch Millionenzahlungen wieder gut gemacht werden. Trotzdem ist es gut, wenn zum Beispiel die Witwe eines im Konzentrationslager Umgekommenen oder die Kinder von Enteigneten offiziell einen Ausgleich fordern, nicht bitten. Fordern, der natürlich nur symbolisch sein kann, aber doch konkret und persönlich sein muss. Die Witwe eines ermordeten Juden, die nach Amerika ausgewandert ist und sich endlich überwunden hat, über einen Rechtsanwalt einen Ausgleich zu fordern, wird sich mit jedem noch so hohen Dollarbetrag abgespeist fühlen. Was soll sie in ihrem Alter mit 100.000 Dollar? Aber im Zusammenhang mit einer ernst gemeinten Anerkennung des Unrechts durch einen hohen Vertreter des deutschen oder österreichischen Volkes, ein Brief oder ein Telefonat, kann auch ein symbolischer Ausgleich, zum Beispiel ein relativ kleiner Dollarbetrag, der persönlich ausgehandelt worden wird, Frieden stiften. Das jetzt nur als Beispiel. Zum Schluss komme ich noch einmal zurück auf unsere persönlichen Täter- und Opfergeschichten. Wirklich ohne Schuld zu sein, das kann wohl niemand von sich behaupten. Also brauchen wir alle etwas,
um von unserer objektiven Schuld und erst recht von unseren Schuldgefühlen, mit unseren Schuldgefühlen umzugehen, um uns selbst und anderen wieder offen und liebevoll in die Augen sehen zu können. Wir brauchen Vergebung. Wer von uns ist andererseits ohne eigene Verletzungen davongekommen? Sicherlich niemand. Manche unserer Verletzungen haben sich so tief eingegraben, dass wir nicht und nicht darüber hinwegkommen und mit körperlichen und seelischen Schmerzen leben. Auch als Opfer von Gewalt brauchen wir es dringend zu vergeben, damit wenigstens unser seelischer Schmerz endlich ein Ende findet. Vergeben ist das Aufgeben von Beschuldigungen und das Erlassen von Schulden. Mit dem Vergeben der Schuld kommen Gläubiger und Schuldner, Opfer und Täter in Ausgleich, begeben sich auf gleiche Ebene, sodass sie sich anschauen, miteinander sprechen und sich wieder respektieren können. Beide geben ihre vermeintliche Überlegenheit auf und damit auch die Macht, die sie über den anderen ausüben. Das war's. Ich danke Ihnen sehr. So, ich habe gehört, es gibt noch eine Möglichkeit zur Diskussion. Ja, also zum Gespräch. Ja. Sehr tief gegangen. Vielleicht mit die Möglichkeit finden, bieten, vielleicht zu zweit einmal kurz jetzt zu reden, auch so noch. Es sei denn, es ist schon eine Frage da oder eine Mitteilung da, die man der Siegfried stellen möchte. Also ich muss ein bisschen verschnaufen, es ist sehr, also es gibt halt, macht noch 5 Minuten so entweder Stille oder Murmeln. Ja, gut. Ja, das ist gut so. Ja. Murmelpause, ja? Murmelpause. Murmelpause, ja.